100 Likes aufs Video und der Download-Link steht in der Beschreibung. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Jo Leute und seid herzlich willkommen zu einer Runde Ender Games auf dem Gomade.net Server. Und wie ihr schon seht, habe ich ein neues Resource Pack drin, und zwar ist das 3K Abonnenten Special Resource Pack von XXMIRXX, auch als Emir Live bekannt, in meinem Stream übrigens. Und der hat mir das gemacht. Das ist so eine Art Default Edit und ich finde es ganz geil auf jeden Fall. Oh, und der Sapin ist auch mit dabei. Oh Mann, wie viele Leute habe ich kennen jedes Mal. Das ist krass. Okay. Natürlich kriege ich nichts. Ist klar. Gut, aber ist jetzt auch nicht. LOL! What the fuck? Komm mal leck mal wieder, glaube ich. Einfach mal direkt nach hochgebracht. Na, genau. Auf jeden Fall gibt es das Resource Pack zum Download als 3K Abonnenten Special. Und ja, ich habe schon lange mal angekündigt, ich möchte mal ein eigenes Resource Pack machen oder haben oder wie auch immer. Und ja, der Emir hat mir jetzt eins gemacht und mir gefällt das persönlich sehr, sehr gut. Und deshalb, ja, ich würde einfach sagen, Leute, ihr müsst... Oh Mann, ist auch im TS angestupst. Vom lieben Max. Dankeschön, Max. Ich finde hier gar keine Kissen. Doch, da vorne ist eine. Wenn ihr dieses Resource Pack zum Download haben wollt, falls da Interesse besteht, dann müsst ihr einfach mal den Like-Button so richtig zerschmeißen unter diesem Video. Und ich würde sagen, wenn ihr 100 Likes aufs Video knacken, dann gibt es dieses Resource Pack zum Download, dann packe ich einfach den Link in die Beschreibung vom Video. Und dann könnt ihr euch das Resource Pack runterladen. Soviel ich weiß, sind einige der Texturen von R3D Craft mit dabei, hat Emir mir gesagt. So. Okay, da unten ist auf jeden Fall einer. Finden da einen Kampf statt. Ich glaube, da findet ein Kampf statt, ne? Können wir abstauben? Ja. Okay. War ein bisschen fies, aber okay. Muss dann auch mal sein, manchmal einfach so. Wir können uns einen Diaschirm machen, sehe ich gerade. Oder da noch Eisenschuhe. Okay. Na gut, nice Sache auf jeden Fall. Ich hoffe, er hat sich geportet. Okay, 130 Blöcke. Los, Dia-Schwert. Nice, okay. Puh, noch ein Glück gehabt, würde ich sagen. Dann schmeißen wir ein paar Dinge weg. Und versuchen uns auch ein Eisenhelm zu craften schnell. Funktioniert auch. Gut, nice. Ja, warum nicht? Läuft ja ganz gut. So, 120 Blöcke. Und jetzt 80 Blöcke. Und das ändert die Map. Okay, alles klar. Also. Ja, wie gesagt, aus R3D-Kraft hat es ein paar Ressourcen drin im Resource-Pack. Und sonst, ich weiß nicht genau, woraus auch noch gemixt wurde. Auf jeden Fall, mir gefällt es sehr, sehr gut, so wie es bis jetzt gemacht ist. Wirklich auch da vielen, vielen Dank an Emi auf jeden Fall, dass er sich da die Mühe gemacht hat. Ansonsten, man muss sich am Anfang echt einen Weg daran gewöhnen, ans Pack zuerst. Aber wenn man, ich sag's mal, wenn man sich so ein bisschen einspielt, dann ist es nachher relativ easy. So, und der Mann, warum müssen die Leute immer unsichtbar werden? Oh, er scheint ungeheuer zu sein. Okay. Jetzt bist du tot. was hat denn der? Wasser, ja, kann man gebrauchen. Das kann man nicht unbedingt gebrauchen. Oh fuck, shit. Oh Mann, ich muss aufpassen. Sonst bin ich gleich tot. Ich kann natürlich auch eine Enderperle werfen. Werde ich aber nicht tun. Oh shit, und der ist gut ausgerüstet. Und auch geportet. Oh, Eisengitter. Wie bitte? Jetzt einfach mal Eisengitter. LOL. Woher kommen diese Eisengitter? Das würde ich jetzt mal interessieren. Na egal, auf jeden Fall, ich brauche schnell Essen. Sonst bin ich gleich weg. Und bin ich gleich tot. Ich zeige euch nachher auch noch ein paar andere Dinge im Resource Pack. Und ich entschuldige mich auf jeden Fall auch, dass das Video wahrscheinlich etwas später kommt. Ich habe gesagt, das Video kommt um 14 Uhr circa. Und ja, jetzt ist schon 13.35 Uhr, wo ich das Video gerade aufnehme. Also sorry auf jeden Fall dafür. Aber ja, das ist Resource Pack. Die Leute, die es wollen, die haben es jetzt. Oder die können es kriegen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange ihr braucht für die 100 Likes. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt. Ich würde mich auch echt freuen, wenn ihr das überhaupt auch schaffen würden. Diese 100 Likes. Und einfach, ja. Wenn ihr das Resource Pack wollt, smasht den Like-Button. Das wir einfach gesagt haben damit. Moment, das muss ich mal haben. Hier, gut. Können uns eine Eisenhose nämlich auch machen. Dann wären wir schon mal full iron gleich.
Ah, ja, nein. Oh fuck, nein, genau dann geportet. Shit. Ah, Mann, war ärgerlich. Aber wir haben jetzt wenigstens was zu essen. So. Was ist das hier? Das ist Poison. Okay. Da noch Essen. Ja, gut, okay. Was soll ich sonst noch sagen? Ich zeige euch nachher, nach dieser, oder wenn ich die Runde Ender Games irgendwie so dann halt zu Ende habe langsam, oder irgendwie vielleicht mal sterbe, dann zeige ich euch auf jeden Fall nochmal ein paar andere Dinge, die es auch im Resource Pack noch gibt, unter anderem. Was soll ich sonst noch sagen? Eigentlich nichts mehr. Oder doch? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, genau, es wird morgen noch ein Livestream geben, natürlich. Morgen ist am Montag und ja, wir Schweizer haben morgen noch frei, was ja so geil ist. Und da würde ich auf jeden Fall vorschlagen, oder würde mich auf jeden Fall freuen, wenn auch da noch mal ein paar Leute vorbeikommen würden. So, wäre ich gleich geportet, oder? Wo ist so? Okay, wir können uns noch eine Goldhose machen. Ne, eine Eisenhose. Wir haben die 7 Eisen wieder. Dann sind wir jetzt Full Iron. Wir wurden gerade geportet, okay. Ah, mit dem anderen nicht gerade. Ah, dann weiß ich jetzt, wo er ist. Oder wo es dann auch andere Leute hat. So, wir mal 50 Blöcke. Da müsste jetzt genau da drüben sein, wo ich war. Okay, es sind noch 3 Leute. Oh lol, der hat überhaupt keine Equip. Der hat da so gut wie gar nichts. Oh lol, okay. Den gönnen wir uns. Den holen wir uns. So, wo ist er? Ist er am Craften? Hier läuft. Oh doch, ist er. Okay, den holen wir uns. Nice, nice. Hat er 9 Dias. Okay. Erstmal einen Diaboost gönnen. Schmeißen wir das hier weg und das hier weg. So, okay. Ich würde mal sagen, gleich. Oh, da haben wir auch uns Freund geredet gerade. Moment mal. Ah, nee, das. Oh. Das ist der letzte. Na gut, dann nehmen wir ihn mal an, uns Freund. Okay, von mir aus. Können wir gerne machen. So, man sieht, er ist 30 Blöcke entfernt. Ich kann einfach die Pfeil nehmen. Ich kann jetzt nicht den Bogen nehmen oder sowas. Auf jeden Fall hier mal ein paar Dinge wegschmeißen schnell. Die man vielleicht nicht unbedingt braucht. Jetzt wurde geportet, okay. Ich bin gespannt, okay. Mal sehen. Es ist jetzt 1v1. Ich hätte, das ist übrigens auch die allererste Runde, na, nur mal so. Ich hätte nicht gedacht, dass die Runde gleich so gut hier vielleicht die erste. Na gut, er ist jetzt da oben. Ich würde mal sagen, ja, abusen eine Enderperle. Oh fuck. Fail. Na gut. War mein Fehler. Aber ich fange ich rum, da einer Eisengitter gemacht hat vorhin. Ist echt ein bisschen komisch. Ich will jetzt einfach hier nicht. Oh fuck. Oh, da ist er. Oh shit. Oh fuck. Ich muss gewinnen. Ich kann nicht. Ah shit. Er war Sonic. Ich hätte gewinnen können. Ich hätte gewinnen können auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, GG. Ich hätte gewinnen können, wenn ich einen Goldapfel gegessen hätte. So. Und ja, Max, ich komme gleich zu S. Jetzt chill. Das Video muss pünktlich online kommen. So, wir können auch mal schnell ins Hub zurückgehen. Also echt, die Runde gefiel mir persönlich. Ich hätte eigentlich gewinnen können, wenn ich einen Goldapfel einfach gegessen habe, aber nein. Ah, war ganz okay auf jeden Fall. So, wir laufen ja ein bisschen durch die Gommelobby durch und man merkt schon, ja, es ist ein bisschen so defaulted halt so gestaltet. Ansonsten, die Herzen sind fast normal, würde ich mal behaupten. Max hat sich verklickt, okay. Hier steht nichts Besonderes, denn ich habe eigentlich gefragt, ob man hier noch diese Family reinschreiben könnte. Aber ja, war leider nicht so ganz möglich. Und dann hier unten, wenn man dann sieht, welches Item man ausgewählt hat, das ist so ähnlich wie das Crafting-Fabo, glaube ich. Da ist es. Und ich habe das Crafting-Fabo auch sogar. Nein, ich wollte es jetzt eigentlich nicht testen. Und alle wollen das mit mir, okay. Auf jeden Fall hat es ja andere Farben als beim Crafting-Fabo ja einfach drin. Und sonst irgendwie die Schrift, die ist zwar relativ klein, aber sie gefällt mir sehr gut. Und hier ist dann auch beim Menü, oben sind halt helle Farben und unten sind dunkle Farben. Deshalb ist oben zum Beispiel Back to Game grün und unten Disconnect ist dann rot. Und das machen wir jetzt auch gleich mal. Dann kommen wir hier in dieses Menü. Und ja, also mir gefällt das echt sehr gut mit den Farben. Finally complete. Ja, finally complete ist das Pack. 100 Likes aufs Video und der Download-Link steht in der Beschreibung. Alles klar, Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ich werde den Download-Link wahrscheinlich auch noch auf Twitter posten, falls wir die 100 Likes jetzt nicht knacken sollten. Aber ich glaube schon, dass ihr das könnt. Weil, ja, wer so ein Source-Pack möchte, der soll einfach ein Like da lassen. Und dann steht der Link in der Beschreibung, sobald wir die 100 erreicht haben. Und falls ihr es nicht merken soll, dass wir 100 haben, dann schreibt es einfach auf Twitter oder so. Ja, finally complete.
ist das Resource Pack und damit auch das Video und damit auch sagen, Leute, haut rein, lasst ein Like da, nicht vergessen, und falls es neu seid, dürft auch gerne abonnieren. Drei Videos pro Woche gibt's ja für alle Leute, die aktiv sind. Jo Leute, macht's gut, wir sehen uns morgen im Stream. Bis dann.